Erlaube dir, noch erfolgreicher in allen Lebensbereichen zu sein. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du eingeschaltet hast wieder zum Heal and Shine Podcast. Heute gibt es wieder eine Wortdusche für dich und wie du schon hören konntest, geht es heute um das Thema Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn du magst, kannst du dir jetzt einen ruhigen Ort suchen für die nächste Viertelstunde, eventuell auch die Augen schließen und zur Ruhe kommen, um dich voll auf diese Wortdusche einlassen zu können. Du kannst sie auch sehr gerne abends beim Einschlafen hören, so dass die Worte in dein Unterbewusstsein kommen. Du musst nicht wach dabei bleiben. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dabei einschläfst. So, und machst dir jetzt bequem und lass dich einfach auf diese Wortdusche des Erfolgs ein. Komme hier und jetzt in diesem Augenblick an. Atme tief ein. Und erstmal durch den Mund wieder aus. Und nochmal tief ein durch die Nase. Fülle deinen ganzen Bauchraum und aus durch die Nase. Tief ein. Und wieder durch den Mund aus. Presst die ganze Luft aus dir raus, aktiv mit deinen Bauchmuskeln. Und komme an. Im Hier und Jetzt. Jetzt ist Zeit für dich. Nur für dich. Und für deinen Erfolg. Spüre die Wärme, die sich auf deiner Kopfdecke ausbreitet. Ganz warm von deinem Scheitel an den Seiten herunter bis zu deinen Augenbrauen, zu deinen Augen breitet sich Wärme aus und Entspannung. Deine Augen sind entspannt. Deine ganze Stirn und Augenbrauen sind entspannt. Löse deine Zunge vom Gaumen. Deine Zunge ist entspannt. Dein ganzer Kiefer, dein ganzes Gesicht ist entspannt. Die Wärme breitet sich weiter aus über deinen Nacken. Bis hin zu deinen Schultern. Atme nochmal tief ein und tief aus. Lass los und lass die Entspannung zu. Dein Nacken und deine Schulter sind warm und entspannt. Dein Oberkörper ist entspannt. Du atmest entspannt und locker in deinem natürlichen Rhythmus weiter. Dein Unterkörper ist entspannt. Du bist vollkommen bereit, die Worte, die ich jetzt sage, in dein Unterbewusstsein aufzunehmen. Erfolg ist fester Bestandteil deines Lebens. Du führst ein erfolgreiches Leben. Du bist erfolgreich. Alles, was du anpackst, gelingt dir mit Leichtigkeit. Du kannst alles schaffen, was du willst. Du bist ein Erschaffer. Ein Erschaffer zu deinem eigenen erfolgreichen Leben, zu deiner eigenen erfolgreichen Realität. Du wirst von Tag zu Tag
immer erfolgreicher und erfolgreicher. Du wirst von Tag zu Tag immer glücklicher und glücklicher. Du verwirklichst deine Träume. Du visualisierst deine Wünsche immer konkreter, bis du sie vor deinem geistigen inneren Auge sehen und spüren kannst. Du setzt dir Ziele, große Ziele, messbare Ziele, sodass du stolz auf dich sein kannst, wenn du sie erreichst. Deine Ziele sind allerdings so groß, dass du schon stolz auf dich sein kannst, wenn du nur einen kleinen Teil von ihnen erreichst und weiter angetrieben bist, diese zu realisieren. Was ist Erfolg für dich? Was bedeutet das? Wie fühlst du dich, wenn du erfolgreich bist? Du erschaffst aus deiner Traumwelt eine reale Welt. Du bist Schöpfer deines Lebens. Du hast Erfolg in allem, was du anpackst. Du hast Vertrauen in dich selbst, so dass dir alles gelingt, was für dich und auch die restliche Menschheit gut ist. Es ist wundervoll, was du für ein Potenzial in dir trägst. Lebe es aus. Du bist fähig. Du bist in der Lage, dir ein Leben nach deinen Vorstellungen zu erschaffen. Glaube an dich. Ich glaube an dich. Was hält dich noch auf? Nur du selber kannst dich aufhalten. Starte damit, deine Ideen zu verwirklichen, deine Träume größer und größer zu leben und sie nicht nur als Träume zu sehen, sondern als mögliche Realitäten, die du realisieren kannst, die von dir und nur von dir erschaffen werden können. Du bist in allen Lebensbereichen erfolgreich und wirst von Tag zu Tag immer erfolgreicher. Es wird immer leichter für dich, deine Visionen in die Realität umzusetzen. Du triffst Menschen, die dir helfen. Mach die Augen auf, diese Menschen sind in deinem Umfeld. Und falls nicht, erschaffe dir dieses Umfeld mit diesen Menschen neu. Wer ist dein Vorbild? Was hat diese Person gemacht? Wie hat sie es gemacht? Was konkret gefällt dir daran, wie sie es macht? Kannst du das für dich so übernehmen, in deinem eigenen Stil? Erfolgreiche Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie niemals gescheitert sind, sondern weil sie weitermachen und daraus etwas lernen, dann etwas an den Prozessen oder Vorgehensweisen ändern und einen weiteren Versuch starten. Viele berühmte und auch sehr reiche Menschen sind unzählige Male gescheitert in dieser einen Sache. Das ist nicht schlimm. Das gehört zum Erschaffensprozess, zum Lebensprozess. Das soll so sein. Es ist doch so spannend, sich zu öffnen und etwas auszuprobieren, zu merken, wie es nicht geht und dann so clever zu sein, es besser zu machen. Du kannst deinen Erfolg wesentlich besser genießen, wenn du durch einen bewussten Prozess gegangen bist, als wenn es direkt beim ersten Mal nach kurzer Zeit total easy geklappt hat. Da fällt es uns häufig schwerer, es wirklich wertzuschätzen. Plane ein mögliches Scheitern mit ein, damit du nicht in Schockstarre komplett deine Ideen klein machst. Aber denke mehr über den Erfolg als über das Scheitern nach. Fokussiere dich auf das Erschaffen mit Liebe und Leichtigkeit. Konzentriere dich auf das Ergebnis und den Mehrwert, den du erschaffst. Lass dich von deinen Visionen nicht ablenken. Lass dich nicht klein machen.
Höre nicht auf die, die nicht an dich glauben, die nicht an deine Vision glauben, die sagen, das ist Quatsch, wieso machst du sowas? Hör auf deine innere Stimme, hör auf dich, verfolge deine Ziele. Sprich mit Menschen darüber, die dir diesen Erfolg gönnen, die das nachvollziehen können, was du visualisierst. Du bist erfolgreich. Du bist erfolgreich in deinem Job. Du traust dich immer mehr, du selbst zu sein und immer mehr deine Berufung auszuüben, so wie es dir deine innere Stimme zuruft. Stell dir vor, wie du den nächsten Meilenstein erreichst, den Moment, in dem du davon erfährst. Wie fühlst du dich da? Wenn du spürst, dass sich all die Arbeit dafür gelohnt hat, weil jetzt dein Ziel Realität geworden ist, wie fühlt es sich an, dass du das erschaffen hast? Stell dir vor, wie du diese tolle Neuigkeit deinem Umfeld mitteilst, welches sich für dich mitfreuen kann. Partner, Familie, Freunde, Kollegen, wer ist es bei dir? Welche Personen freuen sich so für dich und können dir deinen Erfolg gönnen? Du bist toll. Trau dich, dich immer wieder neu zu erfinden und dich dem Veränderungsfluss des Lebens hinzugeben. Vertrau darauf, dass dein Leben für dich ist. Traue dich, für deinen Erfolg immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist erfolgreich. Du bist erfolgreich in deinem Liebesleben. Du bist erfolgreich in deiner Beziehung. Wie fühlst du dich, wenn du erfolgreich bist in deiner Beziehung und deinem Liebesleben? Stell es dir vor. Stell dir eine erfüllende Situation in deiner Traumbeziehung vor. Wo seid ihr? Wie ist dort die Temperatur? Was und wer ist um euch herum? Oder seid ihr ganz alleine? Was habt ihr an? Wie riecht es dort? Verstärke diese Eindrücke jetzt. Wie sieht dein Traumpartner aus? Wie verhält sie oder er sich? Wie verhältst du dich? Mach diese Gefühle stärker jetzt. Welches Gefühl löst es in dir aus, wenn du daran denkst? Mach es größer, fühle es stärker jetzt. Wo in deinem Körper kannst du dieses Gefühl spüren? Wo genau? Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich dein Partner? Wie seht ihr euch in diesem Moment an? Wie küsst ihr euch? Wie sprecht ihr miteinander? Fühlst du dann etwa bedingungslose Liebe, Vertrauen, Hingabe, Selbstliebe, Glück, Lust, Leidenschaft, Erfüllung? Oder welche Gefühle sind es bei dir? Mach sie größer jetzt. Du traust dich immer mehr, du selbst zu sein und ziehst deinen Traumpartner an und ihr lebt in einer wundervoll erfüllten Beziehung. Du bist wertvoll. Komm in dein Strahlen, entfalte dein ganzes Potenzial und bring dein Licht in die Welt. Du bist erfolgreich. Es lohnt sich, deine Träume anzupacken und sie Realität werden zu lassen. Du bist fähig, dies zu tun. Du findest immer mehr zu dir selbst. Du findest immer mehr gute Antworten auf deine Fragen. Es fühlt sich
unbeschreiblich gut an, du zu sein. Du bist wunderbar. Denk daran, du bist wertvoll, auch wenn du nicht erfolgreich bist. Du bist völlig vollwertig, wenn du auch erfolglos bist. Du bist wertvoll in den Momenten, wo du scheiterst. Du bist wertvoll in den Momenten, wo du erfolgreich bist. Du bist wertvoll in den Momenten, in denen du auf dem Weg zu deinem Erfolg bist. Du bist gleichwertig zu allen anderen Lebewesen hier auf der Erde. Du musst nichts schaffen oder geben, um eine Daseinsberechtigung zu bekommen. Dein Sein reicht aus. Da steckt in dir so viel Potenzial, was entfaltet werden will. Entfalte dich, zeige dich, zeige deine Ideen. Was ist dein Fußabdruck, den du dieses Mal auf der Welt hinterlassen möchtest? Du bist es wert, Erfolg zu haben. Du schaffst es. Glaub an dich. Ich glaube an dich. Atme tief ein und durch den Mund aus. Und nochmal tief ein und durch den Mund wieder aus. Fange langsam an, deine Fußgelenke und Handgelenke zu bewegen. Wenn du magst, kannst du dich langsam ein wenig strecken und recken. Leg ganz sanft deine Hände über deine Augen und beginne langsam mit den bedeckten Augen diese zu öffnen. Spreize ein wenig die Finger, damit nur ein wenig Licht durchkommt. Atme nochmal tief ein und komplett tief aus. Du kannst die Hände runternehmen und einfach in dieser Entspannung bleiben oder auch erfolgreich dein nächstes Projekt angehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich habe dich unglaublich lieb. Ich glaube an dich von ganzem Herzen. Heal and Shine, deine Corinna.